Hallöchen, Freunde. Willkommen zurück zu Minecraft. Ich bin hier gerade am Experimentieren. So, das funktioniert. Na super, dann kommst du aber nur rum. Nee, warte, dann müssen wir das ganz anders machen. Was waren da drin? Da war hier die da drin. So, dann müssen wir das ganz anders machen. Dann schauen wir mal, wie wir das machen. Das kriegen wir alles hin, ne? Das ist, ist ja auch gut. Bam, 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 bam. Der, warte mal, das bietet sich doch eigentlich ganz gut an. Okay. Ich glaube, ich habe schon eine Lösung für das Mini-Problemi, das wir da hatten. Ja, mit Fenstern. Ich weiß nicht, dann machen wir hier erstmal zu. Und dann kommt halt da, keine Ahnung, ein Oberlicht oder so hin. Kann ich auch machen. So, hier hätte ich gern ein richtig großes Fenster, weil hier sieht man richtig schön hinaus. Hat auch eine gute Aussicht. So, was ist hier? Da lassen wir erstmal. Lassen wir das so. So, hier, ja. Zu. Das wird, glaube ich, schon wieder alles viel zu symmetrisch, ne? Obwohl, machen wir so. Shit, der hat zwei. Der nur ein. Egal. Muss ja nicht alles immer 100% symmetrisch sein. Kann ja auch mal ein bisschen abweichen. Ein bisschen von der Norm zurückweichen. Und ich bin da viel zu hoch. Gerechtigkeit genüge getan. So, so, dann machen wir hier so Einzelfenster rein. Und von mir aus ein großes, dann wieder Einzelfenster. Hier kann ein richtig großes Fenster rein, weil hier sieht man ja auch wieder relativ viel. Und hier machen wir dann dicht. Wohl. Wenn du dann unten, wenn du dann da so stehst, da könntest du mal gucken. Mal Kuckelikuck machen jetzt dann. Auf jeden Fall, hier kann ein Boden rein. Und der Boden, aus welchem Material machen wir das? Da könnten wir eigentlich irgendwie, ja, schauen wir mal. Mal wieder ein neues Material nehmen, wir. Lassen wir erstmal den ganzen Mumpets hier. Aus Lehm würde ich ihn ungerne machen. Ja, gute Frage. Granit, Diorit, Andesit. Oh. Ich glaube, ich habe da schon eine Idee. Auf geht's zur nebeländischen Untergrundlagerstätte. Schön wachsen. Da kann man dich vielleicht heute noch abernten. Aber nur vielleicht. Man weiß es noch nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. So. Wer schon keinen besonderen Luxus hat, bekommt er zumindest einen kleinen Luxus, unser Schweinebauer. Schweine sind ja auch wichtig, vor allem nachdem sich die Rangos und die Hendricks jetzt miteinander vertragen, wird auch für ihn eine schöne Zeit losgehen. Muss keine Angst mehr haben, dass er Opfer eines Attentats wird. So. Zwar würde ich ganz gerne den Boden dann hier aus Andesit machen. Und die Umrandung können wir aus polierten Andesit machen. Ja, würde ich sagen, oder was sagt ihr so? Seid ihr dafür? Gut, freut mich. Ich glaube, zwei Stacks polierter müssten eigentlich reichen für die Umrandung. Theoretisch. Naja, wir schauen mal. Was soll schon schief gehen, Freunde?
Außer, dass wir vielleicht alles wieder irgendwie abreißen. Aber ich mache mir jetzt vorher noch Gedanken über das Treppenhaus. Und welches... Na wo, ich denke, innen drin werden wir Fichte verwenden, weil der Stall, der hat ja auch Fichtenambitionen. Deshalb denke ich mal, ist das gar nicht verkehrt, wenn wir dann innen drin auch ein wenig Fichte verbauen. Ja, heute läuft mal wieder mit Aufnahme, sag ich mal, ne? Das letzte Mal, also die letzten drei, also aus der letzten Aufnahmesession, die drei Folgen, die ich da gemacht habe, da habe ich mich ja schon echt ein bisschen quälen müssen. Da, guck mal, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Das passt sogar halbwegs zueinander. Da kann aber eine große Familie drin wohnen, sag ich dir. So, wir haben nicht besonders viel. Dann machen wir das hier. Pass mal auf. Bam, bam, bam. Bam. Und zacki. Und ich glaube nicht, dass wir alle 43 Stufen verballern werden. Außer wir machen ein sehr großes Treppenhaus. Das kann natürlich sein. So, Treppenhaus haben wir gesagt, würden wir eigentlich theoretisch hier hinten machen, weil... Ist so. Haben wir eh so gut wie keine Fenster da. Deshalb... Ich gerade am überlegen. Nee, ich glaube, ich mache das hier am Rande so entlang. Ich mache das hier am Rande so entlang. Wie man bestimmt auch sieht, dass ich das hier am Rande so entlang mache. So. Gut. Jetzt der polierte. Da kommt ja einmal jetzt hier die Umrandung zustande. Ups. Ja, machen wir so. Gerade noch mal überlegen müssen, wie ich es denn am schlauesten mache. So, wir können dann später, im späteren Verlauf, können wir natürlich einiges, upsi, noch an Material einsparen. Wenn wir irgendwo Wände ziehen oder was, dann... Obwohl, dann müssen wir ja auch an der Wand entlang. Also besonders viel sparen wir uns nicht ein. Das revidiere ich mal ganz schnell. Da müssen wir jetzt dann vielleicht doch noch ein bisschen höher. So, ich gehe erstmal so rum und den Rest, den machen wir dann. Aber zuerst gehe ich pennen. Gute Nacht. Oh. Geht noch nicht. Das muss nur ein bisschen dunkler werden und dann kann ich ja auch ins Bett leer gehen. Gute Nacht. Upsi. Guten Morgen. So, dadurch, dass wir natürlich jetzt noch einen separaten Boden mit einziehen, müssen wir gegebenenfalls vielleicht doch noch ein Stück nach oben. Dann, ja, ist das halt wieder ein Häusli, was ein wenig in die Länge gezogen wird. Nach oben, natürlich. Versteht sich von selber, ne? So, und hier machen wir das auch mal. So, der geht dann bis hier... Bin noch nicht so ganz glücklich damit. Obwohl. Weißt du Bescheid? So, und hier muss man halt gucken, wie. Obwohl. So. Sind wir einmal rum und jetzt schnappen wir uns hier einfach den Andesit und dann fangen wir an, hier ein bisschen was auszulegen. Und dann können wir von unten schon beginnen, theoretisch natürlich, die Decke einzuziehen. Ich hätte hier gerne noch eine Umrandung.
So, dann machen wir das Treppenhaus ruhig ein bisschen großzügiger. Ah ne, noch ein. So, 30 Stück haben wir nur noch. Geht ja weg. Wie warme Semmeln. Die Dinge haben wir doch noch ein Stück näher ransetzen können, ne? Na egal. Dann machen wir es der Symmetrie halber, oder? Ja doch. Der Symmetrie halber machen wir das. Upsi. So, dann machen wir es halt so. So. Obwohl, was heißt denn Symmetrie halber? Mir ist da gerade noch ein Gedanke gekommen. So, komme ich denn hier runter, ohne dass ich mir gleich den Schädel... eins weiter sollte ich vielleicht noch gehen. Einfach so, weil es dann ein bisschen besser aussieht beim Hoch- und Runtergehen. Hier dann. Ja, das sieht besser aus. Das sieht besser aus. Dann geht's weiter. So, und jetzt demnächst irgendwann, hoffentlich, wird es Zeit, dass ich vielleicht mal update. Dass diese Welt mal wieder einen Schritt nach vorne tut. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber dafür bedarf es ja noch an einigen Arbeiten. Wie zum Beispiel Texturenpakete und so weiter. Da ist echt noch nichts passiert, Freunde. Noch gar nichts, ne? Das ist mir auch so ein bisschen peinlich auch. Dass da bis jetzt noch nichts passiert ist. Aber was willst du machen? Stress halt, ne? Dieser unsagbare Stress. Mein Handy ist schon wieder voll am Ausflippen. Da kommen den ganzen Tag schon wieder irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Menschen rein. So, ich glaube, das wird ganz schick hier oben. Und ich bin mal gespannt, wie viele Zimmer, das ich hier reinbauen muss. Wie viele Leute hier leben. Also, es gibt ein Schlafzimmer, dann... Warte mal. Schlafzimmer, Esszimmer, Küche. Aufenthaltsraum. Badezimmer. Also sagen wir mal, 5 Räume haben wir schon mal feste. Und dann bin ich mal gespannt, was noch alles kommt. Und wir müssen... Oh, oh, ich habe gar keine Kohle. Haben wir Kohle hier? Auch nicht. Ey, voll nicht, oder? Ich muss mal kurz Kohle organisieren, weil... Wenn es da unten dunkel ist, da kommt ihr wieder hin zum Kunst zu Besuch. Obwohl die noch kein Mensch eigentlich braucht. Oder obwohl, Freunde... Ich glaube, ich warte erstmal ab. Also ich warte drauf, was ihr jetzt dann schreibt. Was ihr sagt, wie viele Leute da drin wohnen. Damit ich mich da mit der Raumaufteilung ein bisschen damit zurecht arrangieren kann. Ich stamme jetzt auf jeden Fall ein wenig Kohle. Leg mir die noch ins Inventar. Beziehungsweise mach mir gleich ein paar Fackeln noch. Mist. Egal. Egal, Freunde, egal. Das machen wir dann das nächste Mal. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Euch freut das ein bisschen. Oh. Euch freut das ein bisschen, dass wir jetzt für den Schweinebauern etwas bauen. Bin gespannt, wer da alles einzieht. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch, wie immer natürlich, nur das Beste. Und verabschiede mich mit dem eingewöhnten Hofknicks. Hochachtungsvoll,
der Lord Regent.